Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Es ist mal wieder Rumble Time. So, wir kämpfen gegen eine Gilde, die habe ich vorher hab ich nie von gehört. Die Anthill, also der Ameisenhaufen. Und knapp 10k Vorsprung. Schauen wir mal, wie das Ganze jetzt hier läuft. Gegen Abel Chance. Ja gut, wir können hier natürlich der A72 da oben. Ich vermute jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier mit der Snot Rocket anfange, reicht es nicht so, wie es aussieht. Hier hätte ich 34 Angriff im First Hit. Da hätte ich 34 Angriff im First Hit. Da würde ich runterkrippeln und würde eine Gasattacke setzen. Hier kann ich wieder mit heilen. Das bedeutet, ich werde es jetzt anders machen. Ich werde jetzt hier den Jealous Bobby spielen. Dann hier als nächstes den Roger. Die Schule wäre auch eine Möglichkeit, aber ich will es erstmal heilen. Roger, geht ab. Unter Umständen kriege ich ja jetzt noch, na, die Furzschule für Opa gehabt, da habe ich ja raus. Das heißt, also die kriege ich jetzt nicht mehr. Egal. Sind 91 geworden. Eine Furzschule für Hochbegabte könnte ich trotzdem noch drin lassen, oder? Na egal. So, also. Es geht weiter. Kaffee jetzt hier. Käffchen. Käffchen. Denoid Babysitter. Lila, Mail Lila, Action Delivery Force Lila. Alles jetzt nicht so. Hier hätten wir 38, immerhin. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir fangen jetzt mit der Haley an. Und das wären 37. Und komm, wir geben jetzt gleich Vollgas. Gleich drauf hier. Jetzt nochmal von der Seite pushen. Und Bobby. Gefällt mir alles gerade nicht, so wie das hier läuft. Gefällt mir alles gerade nicht. Na ja, komm, dann machen wir den Caterpillar hinten einfach fertig. Komm, mehr als. Oh, 99 sind es geworden, alles klar. Ja. So, jetzt haben wir noch 8 Stück. Da geht's gewaltig noch nach oben. Könnte sein, dass wir die 40k wieder knacken. So, gegen Night Guy 82. Ich liebe Bier. More Forever oder Chef Cat Binge. Bier, Bottle, Toast. Also egal, was ich mir jetzt hier rausgesucht habe, Slubeck war auf jeden Fall die beste Wahl. Und jetzt müssen wir uns einfach überlegen, was wir machen. Wir können natürlich auch unter Umständen einfach mal warten und einfach mal schauen, was eventuell jetzt hier Sinn machen könnte. Cool, bloß nicht spielen jetzt. So, was hier unter Umständen Sinn machen könnte, das ist alles, ehrlich, jetzt gerade nicht so berauschend. Wir spielen jetzt trotzdem erstmal einen Nibbler auf dem Dach und dann gucken wir mal, mit was der als nächstes kommt. Zwölfer Bombe. Zehner Bombe. Wollen wir mal jetzt erstmal den da
Und dann heilen wir schon einmal den Nippel auf dem Dach. So, jetzt lass mal überlegen. Hier krippeln wir noch. Okay, also auf jeden Fall kriegen wir da jetzt noch irgendwas Anständiges raus. So. Der heilt sich wenigstens selbst, macht noch ein 7er Schild für alle. So, aber dazu, um sich selber heilen zu können, braucht er natürlich auch Angriffspunkte, weil der Blutsauger funktioniert nur dann, wenn du auch Angriffspunkte hast, also beziehungsweise wenn du überhaupt einen Schaden verursachst. So, und wie ihr seht, sind wir jetzt momentan an einem Punkt, wo ich hier alles hochgeheilt habe bei Night Guy und das müsste eine glatte 100 werden. Jawohl. Wer hätte das gedacht, so wie das Ganze hier vorher gelaufen war? Und es ist jetzt ein bisschen mühselig gewesen, die 100 Punkte sich zu erarbeiten. Aber es hat funktioniert. So. Schauen wir mal, schauen wir mal. Gegen Keskinen. Ja, da ist natürlich jetzt wird es natürlich einfacher. Hier ein schlimmer Tina. Reicht das? Das reicht. Wir haben hier 44 Angriff im First Hit und jetzt sind wir sowieso schon durch. Jetzt haben wir schon 80 vorne. Das gibt nochmal eine glatte 100. Die schlimme Tina ist schon ein geiles Monster, ne? Ein geiles, geiles Monster. So, nächstes Match. Noch 6 Stück sind offen. Auch wieder die schlimme Tina am Anfang. Komm, wir geben jetzt hier Vollgas. Komm, wir hauen da jetzt voll rein. Und ja gut, Mint Julep könnte unter Umständen hier mehr Sinn machen. Ich werde jetzt erstmal Mint Julep spielen. Jetzt erstmal alles runterkrippeln da oben bei dem anderen. Und dann haben wir 96. 96 Punkte. So. 5 Matches sind noch zu spielen. 38, 4, 2, 4. Tracy R. Ja, das sollte, also da ist der Bender. Wir haben zwei Möglichkeiten auch hier wieder. Ne? Ich könnte jetzt hier José Servo spielen oder Biegeschulabschluss. Jetzt ist natürlich die Frage. Mit dem Biegeschulabschluss, ne? Kriege ich den First Hit nicht hin und dann kann mir das unter Umständen passieren, dass da etwas nicht so rund läuft, wie ich das gerne hätte. Deswegen spiele ich jetzt den José Servo. Also hier ist Stuffing Academy und jetzt bin ich bei einem 100er-Ergebnis. Also soll. Noch nicht. Ich bin noch nicht bei einem 100er-Ergebnis angelangt. Komm, wir hauen da jetzt voll drauf, dass der da vorne weg ist. Doch, wir haben eine 100 erreicht. Ist ja noch mal gut gegangen. So. Eine glatte 100. 4 Matches sind noch zu spielen. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt landen. 38, 5, 2, 4. Scheiß Wetter draußen. Es regnet. So, Bad Wolf. Jo, und auch hier wiederum 39 hätten wir hier. Hier haben wir diverse andere Möglichkeiten. Also mit der Fahrtschule Jimmy Junior
ist einfach mehr drin aktuell, damit das Ganze hier, ich krieg den, da passiert sowieso sonst nichts mehr jetzt hier, ich krieg den so aktuell nicht down, das heißt, ich werde, wir haben hier Student Lucky, komm. Student Lucky, dann spielen wir mal das da. Jetzt machen wir gleich den nächsten Peter nebendran für den Mr. Front. So, aber jetzt muss hier mal irgendwas passieren. Jetzt lass jucken, Kumpel. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier da oben diesen. Ja, ist aber ganz gut. Eigentlich bin ich damit zufrieden. Das ist eigentlich ganz gut. Warum ist das ganz gut? Weil jetzt der Schaden von der Karte weg ist und ich dadurch eine glatte 100 holen kann. Jawoll! Das ist manchmal ist es wirklich super, wenn du eine Karte verlierst und also auf der relativ viel Schaden ist und dann kannst du dadurch nochmal eine glatte 100 generieren. Unter Umständen, wenn du natürlich nicht auf deinen, wenn du nicht auf anderen Karten oder auf deinem Charakter schon Schaden hast. Also D-More 6, D-More 6, 34, 37, was können wir hier rausholen? 39, oh, hier ist die Peggy. Definitiv die bessere Wahl. Jetzt haben wir natürlich wieder so eine Grundsatzsituation hier. Lieber auf Safe gehen oder einfach hier jetzt. Ah, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich die andere spielen sollen. Egal. Wir haben den Cupido Bobby noch. Und jetzt habe ich so viel Schaden vorne, dass da gar nichts mehr passieren kann. Dieser D-More wird jetzt keine Punkte mehr einfahren können. Er hat noch einen Peter, das heißt, der macht auch keinen Schaden in irgendeiner Form. Der crippelt und hat Cheers. So, also weiter geht's. Wir haben noch zwei Matches. Jetzt auch noch mal eine glatte 100 geworden. Was? Wumbologist? 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 Was ist das für ein komischer Name, Leute? So, hier haben wir ein Stewie. Hier machen wir 36 Schaden. Der hat 33 plus das Schild. Viel Schild hat er? Dreier-Schild. Bedeutet, wir sollten den trotzdem wegbekommen. Genau. Und jetzt haben wir es auch schon geschafft. Ja, ich würde sagen, das Ding ist gelaufen. Auch dürfte eine glatte 100 sein. Hier noch den Bobby nebendran. Ich liebe Bier. I love Bier. Und dann haben wir hier gegen Wumbologist von The Anthill eine glatte 100 geholt. So. Noch ein Match offen. Dann sind wir mit 12.000 Punkten im Vorsprung. Das ist schon ziemlich viel. Das ist echt viel. Lilip. Lilip. Hier würde ich 41 im First Hit machen. Und natürlich funktioniert es nicht. Ich werde jetzt trotzdem versuchen, hier gleich so viel wie es geht von dem runter zu ballern. Begrüßungsmojito. Ja, und ich komme damit nicht durch, ne? Ich komme nicht durch, weil jetzt haben wir echt ein arges. Ich bin jetzt hier gerade richtig in Bedrängnis geraten. Ich bin jetzt hier echt in Bedrängnis geraten. Das heißt also, ich kriege. Ich mache es jetzt noch anders. Ich werde jetzt als allererstes erstmal den da spielen. Und jetzt habe ich natürlich Glück gehabt. Der Stewie blockt jetzt erstmal. Dann haben wir hier den José Servo. Wir könnten aber auch.
Ja, machen wir das jetzt erstmal, weil ich will da vorne die Schule weg haben. Die gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Hier haben wir den José Servo jetzt gespielt. Ja, Sorgenkind da vorne, die Nurse Tina, die sich nicht hochheilt. 89 Punkte, die hat mir den Schaden verursacht. Das sind 11 Punkte, die ich wegen der Nurse Tina jetzt verloren habe. Weil es halt einfach nicht gereicht hat für einen First Hit und irgendwie ich nicht mehr dazu gekommen bin, die auch nur in irgendeiner Weise zu retten. So. Oder zu verlieren. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. 38,999 sind noch ungefähr 20 Minuten zu spielen. Bei denen waren jetzt 37 aktiv. Schauen wir mal bei uns rein, wie es da aussieht. Cuddly wieder mit einer sensationellen 1000. Natty 995, Manubaya 994, Zardos 992, Bounty 987, Tipicolada 986, Chris 985, Abdam 984, Jesse 984, Robert 977, Dietronic 974, Stromi 973, Benetha 970, Gecko 969, Teklis 958, Kings 954, The King 945, Ulrike 929, A 925, Art 918, Junkhead, Alessio. Ich habe jetzt zuletzt gehabt, was waren das? 89 waren es, ne? So, das heißt also 11 Punkte weniger. Das heißt, wir sind bei 975. Bedeutet, ich bin da oben über Daytronic. Ein Punkt über Daytronic. Ich bin auf Platz 11 dann. Dennis, Topdas, Lord Ado, Michael, Sonja, Tularis, Manuel, K.E. Fresh Food, Gamer Guy, Il Guru, der Pate, Thomas Cookie, Spider, Mimo, Sean G., Brownie, Apokalyptika, Ansgar, Krankus, Henny und Duten. Und damit haben wir momentan 44, ist noch ungefähr 20 Minuten zu spielen. Wird der ein oder andere bestimmt noch mit reinkommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Medium gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.